Herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3, der Stoic Challenge. Der Challenge, wo wir mit einem großen Steinbohrer uns durch meterdicke Tafeln bis ganz nach unten bohren und da dann fröhliche Botschaften hinterlassen, die wir in die Knetmasse ritzen, die ja unter allem liegt. So wie der Mond aus Käse besteht, besteht ja ansonsten alles aus Knetmasse, bunter Knetmasse, Play-Doh. Und da schreiben wir unsere Botschaften rein. So, ich will jetzt dieses Mal gar nicht so viel über langweiliges Zeug reden. Mit der gleichen Unsinn. Lass mich doch bewegen. Das gibt's doch nicht. Das ist eine Nervensäge. Nein, lieber Schwan. Also vor denen habe ich allmählich Respekt. Die sind nicht von schlechten Nerven. Gibt es dann auch jedes Mal ein Titan Chart? So, was hast du mit dieser Farbe auf sich? Das will ich jetzt doch mal wissen, nachdem wir jetzt schon. Oh, wir haben nicht nur diese Farbe. Cortis Root Art, Lash Riding Effect, Right Hand. Ach, guck mal an. Jetzt Poison to Right Hand Weapon, was wir alles haben. Applies Dark to Right Hand Weapon. Human Pine Resin. Die Dark Soul. Das ist ja auch ganz interessant, dass in diesem Spiel hier Dark Magic eine etwas andere Bedeutung hat als sonst in anderen. Weil Dark hier ja eher fürs Menschliche steht und nicht fürs Böse. Mit dem können wir gleich reden, aber wieder müssen die Waffen sprechen. Schön ist das nicht. Upp. Hier hagelt es Items. Ich beschwere mich nicht, ich wundere mich aber ein bisschen. Gut. Wenn ihr schießt, wahrscheinlich von da drüben. Kommt mir vor, als wären wir hier beim letzten Mal schon gewesen. Gehen wir mal die Treppe runter. Wo wir übrigens auf mysteriöse Weise, kommen die von da oben, dieser Stein, der uns überrollt hat beim letzten Mal, der uns alle Segen gekostet hat, kommt er nur einmal. Oder kommen die von hier? Mal nicht gucken. Mhm. Ja, jetzt kommen sie jedenfalls nicht. Aber doch. Ach, das glaube ich nicht. Aber das, ja. Das ist das Schlimmste von allem. Wenn man nicht an mangelnder Fähigkeit oder an gemeinem Design scheitert, sondern an der eigenen. Ja, Blödheit ist es nicht. Es ist mehr so, dass die Finger ihren eigenen Willen haben. Es war eigentlich gar nicht nötig, dem auszuweichen. Ich bin auch gar nicht sicher, ob ich beim ersten Mal gestorben bin oder ob ich da auch einfach nur runtergefallen bin. Das kommt ja dann auch selber raus, weil die Killbox dann irgendwann einsetzt und dann während des Fallens noch diese Redial-Animation kriegt. Aber vielleicht sind wir auch da schon nicht gestorben. Vielleicht ist der Ball nämlich gar nicht so gefährlich, sondern das Ausweichen ist die Gefahr. Okay, jetzt probieren wir mal. Jetzt sind wir oft genug gestorben, um hier mal ein bisschen neue Wege zu gehen. Wir wissen jetzt auch schon, dass wir da ankommen oder am Ende. So, hier war auf halber Höhe war einer, genau hier. Fire Arrow, das nehme ich doch gerne. So, oder? Hallöchen. Und den kriegen wir leider nicht durch draufspringen. Das Geplante ist, dass wir die Seelen nur kriegen, wenn wir riskieren, wieder von dem Ball untergeschmissen zu werden. Mal gucken.
Was? Was ist das denn für eine Scheiße? Okay. Also ich hab mich jetzt beschwert. Mit was ist das denn für eine Scheiße? Aber ich habe einfach schlicht nicht damit gerechnet, dass der Ball auch wieder hier rauf rollt. Ich finde halt ganz lustig. Okay. Interessant. Ein Vertebra Shackle. Das war in meinem Kopf in einem Item, glaube ich. Klar. Sollen wir den kaputt machen? Was? Wo kommt ihr denn wieder her? Was ist denn hier los? Das gibt's doch nicht! Heimtücke! Bösartige Heimtücke. Okay, die erstehen wieder auf. Man kriegt die Seelen, sie sterben und dann erstehen sie aber irgendwann vielleicht doch wieder auf. Nicht gleich, aber vielleicht hängt das auch mit dem Ball zusammen. Vielleicht kann der die wieder erwecken. Okay, das ist auf jeden Fall eine originelle Mechanik, dass der da immer rauf und runter rollt. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass man dem schaden kann. Rollt sehr schnell vorbei, das ist auf jeden Fall schon mal schwer ihn zu treffen, aber selbst wenn man ihn trifft. Ich glaube, es hat einfach nur so ein Steingeräusch gemacht. Catacombs of Carthus, nehme ich auch zum ersten Mal, als mir bewusst war. Da drüben sind noch Items auf einer Plattform, auf die wir aber von nirgendwo aus bislang kommen. Und ansonsten haben wir alles schon jetzt gesehen hier. Anziehen, wir wissen ja jetzt mal, wo bist du? Komm, wo bist du da? Seltsam. Du hast doch nicht deinen Arbeitsplatz verlassen. Es gibt eine Abmahnung, Freundchen. Das sieht aus, als sollte man da springen. Das war definitiv so, dass man da nicht springen sollte. So, und jetzt wird, glaube ich, der Ball ausgelöst. Mal aus der Mitte weg. Näher. Kann man mit dir reden? Stehst du so vor der Wand? Oh, hello. How very fortunate. Yes, indeed. Very, very fortunate. My companion, Horace. I... To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. Horace. Hat mir Horace nicht vorhin geholfen? Habe ich da... Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me right now, with twice the resolve. If you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs and will lay prison stones to guide him, as always. Please send him my word, I beg of you. May the flames guide your way. If you happen upon Horace, that I remain, would you say the flames guide your way?
Yes, thank you. Very considerate of you. Gib mir das Item, ein Blood Red Moss Clump. Genau, was ich mir gewünscht habe. Ist hier gerade ein Item runtergefallen? Oder war das... Oh, nee. Das war so eine Titanite-Krabbe. Bisschen seltsamer Ort. Ja, ein bisschen seltsames... Versteckt sich hier vor dem schönen Monster-Hotel, den ich vor dem Mond träume. Wir kriegen nicht geklärt, wann das Figur wieder auferstehen wird. Ich kann mir nur da nicht mehr überraschen. So, ich glaube, das werden wir nicht auf einmal schaffen. Stellen wir uns mal auf die Kerzen, was soll passieren? Au, au, au! Der Ball kann uns schaden, aber wir nicht den Ball. Das ist eine Weisheit, der Hebel ist kaputt. Der Ball auf dem Gewissen. Das ist eine Weisheit für die Ewigkeit, kann man mit ins Leben rausnehmen. Der Ball kann uns schaden, aber wir nicht den Ball. Vom Ball, Fußball. Bitte. Los! Ah! Hör auf! Das gibt's doch nicht! Man ist ja nach drin rumgeeiert hier! Uff! Sportlichste Sekunde. Okay, die sahen aus wie Humanities, aber ich nehme an, das hat irgendwas mit Dark Magic zu tun. Denn die Dark Magic kommt ja aus dem Abyss und die Dark Soul und so weiter. Das ist die. Okay. Was ist das denn von vor oder bisher? Das aus diesen Vasen nicht. Das ist ja Trümmer. Ich bin gerade sehr desorientiert. Was ist denn hier los? Okay, ich glaube, es war dazu, weil ich nicht lebe. Das ist eine seltsame Falle aktiviert. Okay, die haben nur eine begrenzte Lebenszeit, man muss denen also ausweichen. Anders als die Humanities im Zusatz Download-Content vom ersten Teil kann man die nicht mitschlagen und abhärten. Oh, how fun. No. Hör doch auf. Geht's doch nicht. Was ist denn hier los? Gut, weglaufen geht nicht. Die sind unerfreulich. Das erinnert mich ein bisschen an diese blöden Hunde-Skelette im Tomb of the Giants. Die waren ähnlich unerfreulich.
sodass man als ernsthafter Spieler denen eigentlich immer aus dem Weg geht, weil das so im Ungleichgewicht ist zwischen wie viel Aufwand es ist, die totzuschlagen und wie viel sie bringen an Seelen und also viel besser, die zu umwandern. Jetzt sind wir wieder in der ekligen Position, dass noch immer kein Bonfire an der Wand zu sehen. Aber durch diesen Shortcut hier brauchen wir natürlich streng genommen auch noch keins. Kommen. Da ist es und lacht uns. Das war zu lange gekommen. Das Spielversprengen mit Bonfire wird auch verschlissen. Was ist denn hier? Warum klappt denn hier das Kämpfen nicht? Hier giftige Gase in der Luft. Ich treffe nix. Jetzt dreht er sich von den Gegnern weg und überall scheppert und klappert es. Ist da rechts vorne irgendwo. Das heißt, mit ein bisschen Glück müssen wir jetzt nur noch an diesem einen Map da vorbei und dann können wir da rechts irgendwo durch und uns ein bisschen wohlverdiente Ruhe gönnen. Eigentlich 7 Essensflaschen vor der Herr. Sollte das ja genau. Sollte das ja kein Problem sein. Aber was ich auch noch nicht verstanden habe, ist, was diese Fallen auslöst. Gibt es da irgendwelche Trittplatten? Ja, gibt es. Da muss man die Augen offen halten. Das ist gut zu wissen, dann lass uns ja gerne mal ein Hilfsmittel. Also was wir schon wissen ist, vor dem wegzulaufen hat keinen Sinn, der ist eh schneller. Kümmern wir uns erstmal um den, solange der andere noch nichts gemerkt hat. Ich weiß nicht, warum mein Input-Buffer immer so voll ist. Ich finde es nicht gut. Ah doch, ich weiß es. Jetzt habe ich mal selber gedacht, wenn ich hier drücke, was würde ich dafür bezahlt? Klick, 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 klick. Einmal drücken pro Angriff. Wie so ein Anfänger. So. Hm. Ist er jetzt wieder gestorben? Was passiert da schon wieder? Himmel. Ich habe mir jetzt einen Bonfire verdient. Finde ich. Fei. Goodies, ich fange mal das an. Noch mehr von denen, muss das sein?
than necessary. Das sind immer so lange, bis ich wieder beweglich bin. Das gibt's doch nicht. Also. I call bullshit. Oh, Himmel, Herrgott. Oh, oh mein lieber Scholli. Ja, im Rahmen dessen, was wir in der letzten Folge besprochen haben, ist das jetzt definitiv Bestrafung, positive Bestrafung. Sehr frustrierend, weil unklar, was man dagegen machen soll. Das ist ja, glaube ich, bei allen Schwierigkeiten, denen man gegenübersteht, die schlimmste Sorte. Also neben diesem Gerede von Rumsfeld war das, glaube ich, der damit berühmt geworden ist. Da hat es auch noch geklaut und dann dieses Known Unknowns und Unknown Unknowns und die Unknown Unknowns sind viel schlimmer als die Known Unknown und die Unknown Unknowns, weil man gegen die Unknown Unknowns nicht wirklich was machen kann. Also gegen die Dinge, von denen man gar nicht weiß, dass man sie nicht weiß. Kann man sich noch nicht mal ausbilden oder sonst wie. Den Nachteil ausgleichen. Und so ist es auch natürlich, wenn man ein Problem hat, bei dem man gar nicht weiß, wie das überhaupt gehen soll, das lösen oder wegbekommen soll. Das, wenn man daran scheitert, gleich nochmal so frustrierend, weil man ja noch nicht mal an seiner eigenen Fähigkeit scheitert, weil man nur mit Kopfschütteln da steht und gar nicht weiß, was man eigentlich machen soll. Das ist ein bisschen bei diesen Gegnern, weil die einmal angefangen haben, mich anzugreifen. Wann die wieder aufstehen und wann nicht. Also ich bin jetzt nicht gerade erfreut über die Vorstellung, noch drei von diesen Typen da. Ohne einen Plan. Denn blocken hilft nicht, der macht ja wieder mal 3-4 Angriffe auf einmal. Wegrollen geht nicht, das habe ich schon mal wieder versucht, dass irgendwas an seinem Angriff nagelt mich am Boden fest. Kommt man nicht weg. Oh Gott, das gibt's doch wohl nicht! Mal von diesen Attacken getroffen. Okay. Also, die sind leicht zu staggern. Das scheint unser Erfolgsfenster zu sein. Wir müssen die dazu bringen, dass sie aus dem Gleichgewicht kommen und dann sehr schnell mehrere Treffer anbringen.
Dann sonst machen sie dasselbe mit uns. Und zur Motivation liegen da hinten jetzt auch noch jede Menge Seelen. Zehn? Das soll doch mal ein Witz sein. Nochmal 17. Da ist er fast schon tot. Nummer 2. Jetzt weiß ich nicht, warum er schon wieder... Irgendwer wirft hier schon wieder mit diesen Humanity-Bomben. Ich sehe schon. Ein unerfreulicher Ort. Anders als alle anderen Orte in dieser Spielserie sind diese Katakomben unerfreulich. Anders als die Sümpfe. Oder der ganze andere Bullshit. Ist das hier mal kein Zuckerschlecken. So, ich weiß nicht, ob ich das möchte auf diesem Weg. Fokus verloren durch diese blöde Säule. Kamera! Das ist doch nicht wahr. Ja. Okay. Gibt wieder Abzug in der Stoizismus-Note. Ja, ist das. Also, diese Fallen sind einerseits lästig, aber andererseits treffen weder mich noch die Gegner. Ja, eher so ein bisschen was Dekoratives. So, jetzt hier rechts müsste das Bonfire sein, wenn ich jetzt nicht meine Orientierung völlig. Nein! Oh! Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Es geht nicht weit genug runter. Oh, aber Bone Wheels. Das hätte uns auf der Stelle umgebracht. Bone Wheels sind ja absolut best. Okay, das kommt jetzt erstmal in Ruhe an, bevor wir hier irgendwas unternehmen. Da nochmal wieder. Ja. Ein Large Titaner Charge. Jetzt habe ich definitiv genug von denen, um. Ja, auch mal. Wieder abzugraden. Also mit den Nachrichten in diesem Spiel bin ich zwar nicht so einverstanden. Mir fällt so im Ganzen auf, dass das Level-Design eher linear ist diesmal. Huch, aber.
gesehen haben. Kann das mit Ratten zu tun. Ich hätte ein schwarzes Hageln oder so. Ich nehme das mal als Anzeichen dafür, dass man wirklich. Mann, meine ich nicht. Dringend mal die Waffe upgraden sollte. Das gibt's doch mal wieder nicht. Also, ich muss mir irgendeine Strategie überlegen, wie ich das, die Stamina manage, weil das Problem, merke ich gerade, ist, dass während ich den Schild hochhalte, die Basis überhaupt nicht mehr auffüllt und ich deswegen dann auch taktunfähig bin. Und wenn ich aber natürlich den Schild runternehme, während der mich angreift, bin ich tot. Ich weiß nicht genau, wie die Lösung für das Problem ist. Abstand nehmen wahrscheinlich. Ein paar Schläge anbringen und dann nicht mit Deckung und Schild arbeiten, sondern mit Abstand. So, ob das eine gute Idee ist, werden wir die öfter mal auch fallen. Ja. Ja. Gut gegangen, eine Fire Jump. Gut gegangen. Klingt nach Absturz, wenn man mich fragt. Items, hast du mal gelesen, ne? Dass man das am aufgelauert wird, wenn man versucht, sie aufzuheben. So, Item. Und was haben wir hier? Da muss ich alles gucken. Guck ich jetzt mal nach. Diese ganzen Bug-Pallets, was hat es mit denen auf sich? Das ist vielleicht auch ein Problem, dass ich all diese Items, die ich die ganze Zeit finde, gar nicht benutze. Die sind ja auch nicht ohne Grund im Spiel. Ah, hello. We meet again. Aha. Have you seen Horus anywhere? Nein, immer noch nicht. Oh yes, I see. I've searched high and low with no luck. Perhaps he's left the catacombs. Oh, Horus, where have you run off to? Ich glaube, Horus, wenn er. Jetzt klingelt es bei mir gerade. Ich glaube, Horus ist der zweite. Das ist die eine von diesen Pilgern, mit der ich mich schon ein paar Mal unterhalten habe. Und Horus ist der, der immer nur grunzt. Der grunzende Pilger ist verschwunden. Bewegt. So, ich soll jetzt offensichtlich. Ja, offensichtlich weiß ich gar nicht, da könnte auch da drüben runterspringen. Dann würde man sich diese blöde Brücke ersparen. Was ist denn jetzt mit Schimmels? Thank you.
nee. Das waren wir nicht. Was war das denn jetzt für eine komische Aktion? Aha, auch das noch. Den Rückweg abgeschnitten. Wie es scheint. Tja. Gut, das führen wir jetzt noch schnell zu Ende. I don't understand. Oh je. Oh je, oh je. Das wird doch nicht schon wieder ein Boss sein. Doch möchte ich Hilfe. Aber keine Hilfe. Ich bin auf mich allein gestellt. Dann gehen wir nochmal da rein. Try Arm. Vorsicht Gas. Wer weiß, was kommt. Gehen wir doch als erstes mal wieder. Das Gegenteil von Hilfe. Na super. Und diese Flaschen. Mach ich mir immer fern, falls da wirklich diese Humanity-Geister rauskommen. Okay, ein Dark Spirit hat invaded. Okay, das ist der Vorraum zu irgendwas. Den Vorräumen zu irgendwas ist gerne mal irgendwo eine Summoning. Flaschen kaputt. Okay, ich bin. Eine Invasion ist im Gang, aber es kommt niemand. Und hier ist ein riesiger Raum, in dem nichts passiert. Visions of Hell. Critical Forehead. Time for Skeleton. Praise the Skeleton. Victory required ahead. Ich auch aufhören, diese Nachrichten zu lesen. Sie sind zu gar nichts gut. Okay. Okay, jetzt wird's ganz rätselhaft. Jetzt bin ich. Jetzt hat das Spiel meine volle Aufmerksamkeit. Wir sind hier in einem Raum. Der Rückweg ist abgeschnitten. Im Raum ist gar nichts. Angeblich ist irgendwo eine Invasion im Gang. Die braucht aber auch noch. Und überall stehen kryptische Nachrichten. Don't give up. Das ist alles rum.
Kanonen mit Asche eigentlich? Wirkt so. Ach. Das Naheliegende zuletzt. Jetzt passiert bestimmt was sehr, sehr Schönes. Etwas Wunderschönes. Das ist Liebe, liebe Kinder. Aus diesem Schädel strömt Liebe. Macht die Welt zu einem schönen Ort. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Asphalt, für den ich hier einen Ember verschenkt habe. Geht hier vor. Mehrfachangriffe. Wenn man überhaupt nicht sehen kann, was gerade vorgeht. Halt mal still. Nervensäge. Es gibt ja, online kann man das finden. Ich habe es jetzt nicht angeguckt, weil, wie gesagt, ich nichts wissen wollte vorher. Aber es gibt zu Dark Souls 1 die Listung der bullshittesten Feinde. Und ich will mich überhaupt gar nicht wundern, wenn dieser Quatsch nicht hoch in der Liste stünde für Dark Souls 3. Also, das ist ja maximale Unübersichtlichkeit. Ich mach mal. Ich verstehe auch. Okay, das war jetzt schon sehr viel getan. Also immerhin geht das Spiel mit Ember ganz schön großzügig um. Dann würde ich doch sagen, stellen wir das mal als Hinweis. Vielleicht ist es auch mal eine gute Idee, mit den anderen Substanzen so ein bisschen zu arbeiten vor dem Bossfight. Also zum Beispiel dieses Schwert mit einem Effekt. Nee! Bullshit! Ah,
Also, ich protestiere aufs Energischste. Und beinahe totgegangen. Von einer Folge von 6 oder 7. Ich glaube richtig. Naja, die Hängebrücke ist auch wieder da. Na super. Den lassen wir mal. Lassen wir mal alles hier. Ja, interessiert uns alles nicht. Wobei, kann man sich wirklich keine Hilfe holen. Was denn sein? Also, du weißt. Also so langsam habe ich verstanden, warum ich so Schwierigkeiten habe. Ich muss definitiv Stamina Management lernen. Gerade gemerkt, diese ganzen Momente, in denen ich Bewegung, also abgesehen davon, dass jetzt gerade auch wieder die Framerate massiv eingebrochen ist, sobald irgendwie mehrere Gegner im Bildschirm sind, ist meine Xbox nicht mehr in der Lage, das vernünftig zu handeln. Aber die Stamina Management Geschichte ist zentral wichtig, weil jedes Mal, wenn ich diese Kontrolle verliere und nicht mehr agieren kann, liegt das daran, dass die Stamina Bar leer ist und ich die ganze Zeit krampfhaft den Verteidigungsbutton festhalte. So, mal springen. Ja, kann man. Okay, wir müssen uns um den Ring kümmern. Boah, ist das unübersichtlich! Was? Was ist denn jetzt los? Warum bin ich denn jetzt schon fast tot? Ah! Bullshit! Oh, das war ein unglaublich nerviger Gegner. Das ist gut designt. Aber das ist ja das Hinterletzte. Also er sieht wirklich hübsch aus. Er löst sich nicht auch gut. Die grünen Ringe sind nicht so schön. Das ist einer down. Stamina Recovery. Und jetzt kommen die Skelette ins Spiel. Oh shit, 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 shit. Okay, diese Giftwolke ist ganz ungesund. Ich sehe schon, wir müssen auch mal meinen. Wir müssten provozieren, dass er diese Angriffe macht. Genau, und dann. So ist das. Schmack mich. Schmack mich da, wenn du dich traust.
dafür, wie sehr ich geschimpft habe, ging es dann am Ende doch überraschend schnell. Kinder, das ist Liebe, was dem toten Mann da aus den Augen fällt. Liebe öffnet Türen, vergesst das nicht. Puh. Also, das ist auch ein bisschen seltsam, jetzt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir alles schon in den Katakomben erkundet haben. Es gibt ja auch ein Bonfire mittendrin. Ach, meine Güte, die Framerate ist gerade irgendwie so 5 pro Sekunde. Jetzt hat es sich wieder beruhigt. Also das ist ja Wahnsinn. Uns war zwischendurch auch wieder total angebrochen. Genau, so hieß das. Irithyll, dahin hat sich der Heilige der Tiefe zurückgezogen. Hübsch. Hübsch blau. Okay, das ist das Boreal Valley, aus dem auch Ford, der Hund, falls das ein Hund war, vom Anfang kam. Jetzt mal zum Abschluss, nachdem wir ja die Abyss Watchers besiegt haben. Sehen wir mal in Farling Shrine nach, was das jetzt da für einen Unterschied gemacht hat. Das müsste ja, wenn ich den Vorspann des Spiels richtig verstehe, müsste das jetzt einer der Könige sitzt da ja schon und erzählt einem dann bei Bedarf, das habe ich glaube ich auch off-camera gemacht, dass der Spielplan ist, dass man all diese die Throne da oben füllt mit den, weiß ich nicht, Seelen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Seele dahin bringe. Wahrscheinlich nicht, weil mit den Seelen kann ich ja Dinge herstellen. Wahrscheinlich sitzen die da einfach dann. Da drüben sitzen, oder? Nö. Sitzen dann gar nicht die Könige selber, sondern wir kriegen bei den Kämpfen immer als Trophäe am Ende die Asche, beziehungsweise die Cinders. Das ist ja nicht Asche, sondern das sind eher so Kohlestücke. Und am Ende sollen wir dann wohl in dieser Halle hier das Feuer wieder entfachen. Aus den Aschestücken all dieser gefallenen Könige. Einer von denen sitzt da ja lebend bzw. untot. Was das bedeuten mag. So. Also. Hasn't it? I'm Leonard. Remember me? I slipped you though. You're making quite an effort of it, so I thought you might like. If you yearn for a proper red eye orb, then kill the dark wraith, survivor of the man swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. I can see it in your eyes. If you didn't inv- Ja, also diese Red Eye Orbs sind ja die Mittel, mit denen man andere Spieler überfallen kann. Wir haben ein paar Cracked Red Eye Orbs an verschiedenen Stellen jetzt schon aufgesammelt, noch keinen davon benutzt. Das kann man gelegentlich auch mal machen. Ja, jetzt ist die Aufnahme zu Ende. Das nehme ich zum Anlass, hier auch diese Folge zu beenden. Das ist ja ganz schön. Wir haben den
Riesenskelett-Zauberer zerhackt, beziehungsweise seine Ringe zerhackt, und dann ist natürlich auch der Riesenskelett-Zauberer kaputt gegangen. Das ist doch ein guter Abschluss. Danke fürs Zuschauen, wie immer. Bis zum nächsten Mal hier, wenn ich mir dann vielleicht mal wieder ein philosophisch historisches Thema überlege, oder beziehungsweise Ankündigung, wir reden über Fatalismus. Was ist Fatalismus? Was hat er zu tun mit dieser Frage von Rückschlägen? Fatalismus hat ja eine ganz negative Konnotation, aber das muss gar nicht so sein. Und gibt es verschiedene Fatalismen? Die Antwort ist, Spoiler, ist ja. Und was hat es damit auf sich? Das machen wir nächstes Mal und sehen zu, wie es weitergeht in der blauen Stadt. Tschüss.